2017 neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer letzten Ausgabe von Impuls in diesem Jahr. Unsere Dezemberfolge steht ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit und in dieser darf natürlich ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. In Duisburg geht der mal wieder bis kurz vor Silvester und was die Besucher bis dahin noch dort alles erwartet, darüber spreche ich heute mit Klaus Siebmann von Duisburg-Kontor. Außerdem stellen wir Ihnen das Märchenzelt auf der Düsseldorfer Straße vor und auf den Wochenmärkten gibt es kleine Geschenke. Wir haben nachgefragt, wann und wo Sie sich Ihre weihnachtliche Wochenmarkttasche abholen können. Bevor es aber auf den Wochenmarkt geht, geht es erst einmal auf den Weihnachtsmarkt in die Duisburger Innenstadt. Denn dort haben wir uns mit jemand ganz Besonderem getroffen. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Wenn draußen der erste Schnee fällt und es in der Innenstadt nach Glühwein und gebrannten Mandeln duftet, ja, spätestens dann ist sie wohl bei jedem angekommen, die Weihnachtszeit. Und einer, der sich über diese Zeit ganz besonders freut, ist natürlich er, der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Bei dem ganzen Spaß kann man auch schon mal seine Pflichten vergessen. Trotzdem muss auch der Weihnachtsmann hin und wieder an die Arbeit. Heute ist er zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Mittelmeiderich unterwegs. Und dort macht er das, was der Weihnachtsmann eben am liebsten macht. Natürlich Geschenke verteilen. Heute verteile ich auf dem Wochenmarkt frische Wochenmarkt-Einkaufstaschen, Mandarinen und Schokolade an die Kleinen und die Taschen an die großen Besucherinnen und Besucher. Hauptsächlich, damit sie natürlich ihre Einkäufe schön verpackt wie ein Geschenk mit nach Hause nehmen können. Egal ob groß oder klein, der Weihnachtsmann hat hier für jeden etwas dabei. Und bei so vielen Geschenken waren die Marktbesucher in diesem Jahr wohl besonders artig. Ich bin immer lieb. Ich bin immer lieb. Ja, im Großen und Ganzen war ich artig. Ja, ich war besonders artig. Ich gehe auch ehrenamtlich arbeiten. Und zwar auch die Feiertage. Ersten Weihnachtstag und zweiten Weihnachtstag. Arbeiten muss der Weihnachtsmann heute auch noch ein bisschen. Aber das macht ihm nichts aus, denn es gibt wohl nichts Besseres, als anderen eine Freude zu machen. Oh, als Weihnachtsmann hat man nur Spaß bei der Arbeit. Man sieht nur strahlende Gesichter, man hat halt Geschenke, die Leute freuen sich. Und man tut was Gutes, weil man die Leute natürlich auf dem Wochenmarkt mit den Geschenken dazu animiert, sich gesund zu ernähren, was im Winter sehr, sehr wichtig ist. Bevor der Weihnachtsmann zum nächsten Wochenmarkt zieht, um seine Geschenke zu verteilen, wird hier noch schnell das ein oder andere Foto mit seinen Fans gemacht. Die Mittelmeidericher sind von der Aktion begeistert. Ja, das finde ich schön. Ich bin auch regelmäßiger Kunde hier auf dem Markt. Wir wohnen direkt hier in der Gegend und zweimal die Woche sind wir da. Und diese Taschen sind unser Standard, die haben wir auch schon zu Hause. Ich kam jetzt durch Zufall vorbei und dann, ich war angenehm überrascht. Wo ist ja, war das, glaube ich, auch. Da habe ich auch schon eine bekommen. Ja, finde ich toll, mal einmal was geschenkt kriegen. Ne? Bis Weihnachten dauert es ja nicht mehr so lange. Und wer weiß, vielleicht liegt dann ja das ein oder andere weitere Geschenk unterm Tannenbaum. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt in der Duisburger Innenstadt ist mittlerweile Halbzeit angesagt. Zeit also mal, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Und dazu zu Gast ist heute bei mir Klaus Siebmann von Duisburg-Kontor. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, Herr Siebmann, der Weihnachtsmarkt ist ja bereits in vollem Gange. Wie zufrieden sind Sie denn als Geschäftsbereichsleiter bei Duisburg-Kontor, speziell jetzt mit dem Weihnachtsmarkt? Sehr zufrieden. Also wir haben Halbzeit am Sonntag gehabt. Und bis auf die Wetterkapriolen, die jetzt gerade aus Skandinavien über uns hereinbrechen. Und wirklich, also der Schneefall war schon sehr, sehr heftig. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Waren die Händler sehr zufrieden. Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden. Auch so die Weihnachtsromantik oder die Weihnachtsmarktromantik war durch den Schnee ja eigentlich auch begünstigt. Klar hatten wir sehr viel infrastrukturell jetzt zu unternehmen, um das dann auch am Laufen zu halten, um die Wege auch wieder frei zu bekommen und so. Aber also wir sind sehr zufrieden. Ein bisschen Schnee gehört ja auch immer zu Weihnachten dazu. Gehört unbedingt dazu. Es gab jetzt auch in diesem Jahr ganz viele Neuerungen, wie zum Beispiel das Märchenzelt auf der Düsseldorfer Straße. Vielleicht einmal für diejenigen, die das noch nicht kennen, was hat das dann damit auf sich und was passiert da?
Ja, das Märchenzelt haben wir an die Düsseldorfer Straße in der Nähe von der Galeria Kaufhof gestellt. Weil wir mit der Galeria Kaufhof auch gut zusammenarbeiten. B, weil auf der Düsseldorfer Straße, dadurch, dass diese Hünengräber, nennen wir die oft, die auch für Fahrradparkplätze genutzt wurden, davon ist eins weggekommen. Wir hatten jetzt echt mehr Platz. Da passte das Zelt sehr gut hin. Und das Märchenzelt nennen wir deswegen Märchenzelt, weil jeden Freitag, also bis kurz vor Silvester, den letzten Freitag vor Silvester auch noch, immer um 14:45 eine Märchenerzählerin, Geschichtenerzählerin, die Birgit Fritz, dort gastiert und immer in zwei Abteilungen Märchen und Geschichten erzählt, sehr individuell auf die Gäste zugeschnitten, also meistens natürlich für Kinder, für kleine, große Kinder. Aber einmal ist es auch schon gewesen, dass ältere Damen reinkommen, die sagten, oh, ich möchte auch mal zur Ruhe kommen, das ist, glaube ich, gut dafür. Und dann hat sie denen halt eine Erwachsenengeschichte erzählt. Also sie erzählt frei und das ist wirklich toll. Das Märchenzelt kommt also offensichtlich gut an, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Nun gibt es ja aber auch noch ganz viele andere neue Aktionen. Welche sind das und wie sind die so angekommen? Was also auch wetterbedingt im Märchenzelt noch donnerstags, jeden Donnerstag bis Weihnachten stattfindet, ist das Chorsingen. Also wir hatten schon einen Gospelchor da. Wir hatten von einer Grundschule 30 süße Kinder mit 12 Weihnachtsliedern da, wo locker 150, 200 Leute vor dem Zelt dann standen. Dann wurde das Zelt zur Bühne. Wir haben die Wände rausgenommen und haben dann Richtung Kaufhof gespielt. Die Leute konnten tatsächlich auch im Regen, konnten hier noch geschützt stehen. Also eigentlich toll. Haben wir eigentlich vorher gar nicht so geplant. Die sollten eigentlich woanders auftreten, aber es regnet donnerstags immer. Und das ist auch eine schöne Aktion. Kinder kriegen als Gage immer jeder einen Weckmann. Eine tolle Sache, die ich auch fürs nächste Jahr gerne noch ein bisschen mehr vertiefen möchte, weil wir haben 76 Grundschulen und nicht jede Grundschule hat einen Chor. Aber ich denke schon, dass man, wie in früheren Jahren auch schon war, durchaus 40, 50 Chöre wieder gewinnen kann, um das noch häufiger zu machen. Dann hatten wir am Samstag, den 9.12., hatten wir ja die Nikolausparade. Eigentlich ging es nur um den Nikolaus, aber dann wurde es immer mehr und mehr und mehr. Und dann hatten wir Hanumark-Trecker mit einem Anhänger, wo der Nikolaus dann drauf stand und vorneweg eine mobile Band. Und im Schneetreiben sind wir dann über die Königstraße, alle strahlten, ich hatte Späßchen, also es war wirklich herrlich. Ja, was auch neu ist, wir haben im Zugangsbereich, wo der Weihnachtsmarkt losgeht, auf der Hauptbahnhofseite, haben wir jetzt auch Musikbeschallungen hingemacht, weil es da immer sehr ruhig ist und ich finde es schade, wenn man auf einen Weihnachtsmarkt kommt und es ist zwar optisch schön, aber man kommt nicht direkt rein. Ja. Denkt, man muss erst mal 200 Meter laufen. Da haben wir dann halt Musik jetzt immer laufen und. Also viele, viele Kleinigkeiten haben wir jetzt geändert, die mir alle Spaß machen. Mhm. Neben den Neuerungen gibt es also auch ganz viele Traditionen natürlich weiterhin. Jetzt haben Sie schon so von der Nikolaus-Aktion am Wochenende geschwärmt. Ist das vielleicht auch das, was Ihnen so persönlich am Duisburger Weihnachtsmarkt am besten gefällt? Oder was würden Sie sagen, ist das? Ne, was mir am besten gefällt am Duisburger Weihnachtsmarkt, sind halt die vielen, vielen Menschen, die man kennenlernt. Also zum Beispiel sind viel mehr Belgier und Niederländer in diesem Jahr da. Also ich hörte von unserer Tourismusabteilung, dass wir fast doppelt so viele Busreisende in Duisburg haben als im letzten Jahr. Das merkt man wirklich. Man führt Gespräche. Ich habe jetzt total viele Gespräche mit Niederländern gehabt und natürlich im Märchenzelt lerne ich sehr viele Leute kennen und die Märchenerzählerin ist auch toll, mit der kannst du auch stundenlang kann ich mich unterhalten. Das ist eigentlich das Tolle, dass man auch an allen Ständen nicht nur was zu essen, zu trinken kriegt, sondern immer wieder neue Leute trifft und auch alte Bekannte natürlich, die sonst nie in die Stadt gehen. Das ist für mich eigentlich das Highlight. Jetzt haben wir momentan Halbzeit und der Duisburger Weihnachtsmarkt kann ja bekanntlich länger, in diesem Jahr bis zum 30. Dezember. Was erwartet denn die Besucher noch so in der nächsten Zeit? Ja, wir haben jetzt noch zwei richtig tolle Wochenenden, weil Heiligabend und Silvester ist ja zum Glück jetzt am Sonntag. Dadurch hast du ein richtig sauberes Wochenende zum Feiern. Am nächsten Sonntag ist ja der verkaufsoffene Sonntag. Wetterprognose ist wohl jetzt auch mal ganz gut. Das heißt, wenn wir noch zwei richtig schöne Wochenenden haben, das wird nochmal einen gewaltigen Besucherstrom auslösen. Und der Duisburger Weihnachtsmarkt hat halt den Vorteil gegenüber vielen anderen Weihnachtsmärkten, dass er lang ist,
dass er an einigen Stellen schön breit ist, an anderen Stellen ist wieder sehr, bilden sich Gassen, aber es ist nie eng. Also die Leute schwärmen ja auch davon, dass der Weihnachtsmarkt immer, egal wie voll es ist, immer noch begehbar ist und man alles sehen kann. Ja, und man geht halt über eine lange 800 Meter Promenade auf den, also ein nicht endender Weg bis hin zum Riesenrad. Das hat keine Stadt so zu bieten. Herr Siepmann, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Werde ich haben, danke. Und liebe Zuschauer, was Sie noch so Vorweihnachtliches in der nächsten Zeit hier in Duisburg erleben können, das sehen Sie jetzt in unserem Newsblog. Es war einmal. Passend zur Weihnachtszeit lädt die Märchenerzählerin Birgit Fritz in das beheizte Märchenzelt auf der Düsseldorfer Straße zum vorweihnachtlichen Geschichtenerzählen ein. Am 15., 22. und 29. Dezember können Kinder und ihre Familien jeweils um 15.15 Uhr und um 16 Uhr den Geschichten lauschen. Der Eintritt ist dabei natürlich frei. Und am 14. und 21. Dezember präsentieren im Märchenzelt außerdem Chöre der Duisburger Grundschulen von 16 bis 17.30 Uhr ihr weihnachtliches Programm. Weitere Informationen sowie alle Termine finden Sie im Internet unter www.duisburger-weihnachtsmarkt.de. Hoher Besuch auf den Duisburger Wochenmärkten. Die Weihnachtszeit hat begonnen und damit auch die Zeit kleiner Überraschungen. Auch die Duisburger Wochenmärkte werden die Gelegenheit nutzen, um sich bei ihrer Kundschaft für deren Treue zu bedanken. Freuen dürfen sich die jüngeren Marktbesucher auf leckere Präsente und für alle anderen wird der Weihnachtsmann frische Wochenmarkt-Einkaufstaschen dabei haben. Und das, solange der Vorrat reicht. Am 14. Dezember wird der bärtige Mann auf den Wochenmärkten in Rumeln, Lahr und Beek zu Gast sein. Am 15. Dezember geht es dann auf die Märkte in Neudorf und Wedau und am Tag darauf besucht der Weihnachtsmann den Markt in Hamborn. Am 21. Dezember dürfen sich die Besucher der Wochenmärkte in Bissingheim, Huckingen und Wannheimer Ort auf den Weihnachtsmann freuen, bevor am 22. Dezember die Kunden in Buchholz und Homberg beschenkt werden. Auf dem Wochenmarkt in Hochemmerich wird der Weihnachtsmann dann am 23. Dezember seine Tour beenden. Alle weiteren Termine dazu finden Sie im Internet unter www.duisburglive.de. Erleben Sie den Duisburger Weihnachtsmarkt bei einer einzigartigen kulinarischen Tour. Dieser authentische Rundgang führt Sie über den gesamten Weihnachtsmarkt und hebt dabei ausgewählte Stände hervor. Bei alteingesessenen Schaustellern erhalten Sie neben kleinen kulinarischen Highlights spannende Informationen rund um den Markt und seine Historie. Zum Abschluss können Sie die spektakuläre Aussicht vom Riesenrad aus über das bunte Lichtermeer des Weihnachtsmarktes genießen. Weitere Informationen sowie alle Termine finden Sie im Internet unter www.duisburglive.de. Liebe Zuschauer, das war sie, unsere letzte Folge Impuls in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch nächstes Jahr wieder mit dabei. Dann sind wir ab März wieder jeden Monat für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.